Hallo zusammen, hier ist mal wieder Forstfeld. Nach längerer Zeit mal wieder mit einem Video von The Hunter. Anlass, warum ich heute mal wieder ein Video mache, ist Release heute von einem neuen Bogen. Und zwar ist es ein traditioneller Bogen, also in der Reihe von Recurve und Langbogen zu sehen. Und ist der sogenannte kabelverstärkte Bogen. Ich zeige ihn euch mal. So sieht es schöne Teil aus. Ich finde das Modell und die Texturen von dem Bogen sind wirklich sensationell, also gefallen mir sehr gut. Ja, traditioneller Bogen, wie schon gesagt. Wenn man vielleicht kurz mal, ich gehe mal kurz noch in den Anschlag, dann könnt ihr auch sehen, der hat eine relativ lange Pfeilspitze, die, wenn man von vorne drauf schaut, auch sieht, die hinten nach hinten recht dick wird. Da callt schon ein, ich vermute mal ein Weißwedel, aber Schwarzwedel sind hier unten eher selten. Aber ihr seht schon im Hintergrund, ich bin hier auf der 3D-Bogen-Ranch, weil ich habe mir den Bogen gerade gekauft, war gleich mal auf Weithart, habe erstmal drei Körpertreffer produziert, recht lang nachsuchen müssen, deswegen dachte ich, vielleicht sollte ich doch erstmal an der Bogenrange üben. Deswegen sind wir jetzt hier. Na, wenn ich noch laufen könnte. So. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Schießen hier mal auf diesen Weißwedel. Rechte Lunge Leber, der war auch ein bisschen tief, ein bisschen weit hinten. Rechte Lunge, linke Lunge. Doppellungentreffer. Okay. Die Distanz ist 11 Meter. Ja, das ist recht nah. Auf den Elch hier wären es auch 11 Meter. Mal schauen, was passiert. Ja, auf den schießen. Da kriegt man schon nur noch die Einfachlunge. Treffer sitzt eigentlich gut. Jo, Einfachlunge. Wenn wir ja, und wenn wir aufs Herz gehen, kriegen wir Herz und Lunge. Okay. Was ist mit dem Bär hier direkt vor uns? Körpertreffer. Nochmal ein Körpertreffer. Körpertreffer. Das finde ich jetzt erstaunlich, wie stecken die Pfeile. Naja, also ich denke zumindest die 2, 13 Meter. Ich habe jetzt mal nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ne, 13 Meter. Aber weiter vor können wir nicht, weil sonst fallen wir hier von dem Bogenstand runter. Sind wir 12 Meter. Und jetzt haben wir eine Lunge. Aber ihr seht, jetzt bin ich hier schon von dem Ding runtergefallen. Wenn ich ein Stück nämlich von weiter hinten schieße. Der war zu hoch. Nur ein Körpertreffer. Also hier scheint es genau an der Grenze zu sein. Wenn wir 12 Meter oder näher an dem Schwarzbär dran sind, kriegen wir wohl noch einen Lungentreffer. Von einer weiteren Distanz nur Körpertreffer. Der Weißwedel da hinten, der steht ein bisschen über 20 Meter weg. Das war zu weit vorne. Der war zu tief. Ihr seht, ich bin jetzt auch noch nicht so geübt. Na, was mache ich denn? Jetzt. Lunge getroffen. Meine Einzellunge hin. Ich wollte eigentlich gleich einen Herzschuss noch mitmachen. Ja genau, Lunge Herz. Aus dem Winkel ist es nämlich eigentlich immer ganz gut.
aufs Herz zu treffen. Ihr seht, die hier waren ein bisschen zu weit vorne und tief. Das waren die beiden Einfachlungen. Ja, also, und das, die Distanz hier ist 23 Meter. Kriegt man eine Einfachlunge hin. Jetzt haben wir hier noch einen Elch auf genau auf 30 Meter. Versuchen wir den auch mal. Oh, das war zu tief. 30 Meter ist halt doch schon ein Stück weg. Body. Schauen wir, wie der Pfeil steckt. Ja, eigentlich gut. Ich habe zum Vergleich hier den Langbogen noch dabei, der ja bisher mit bisher eindeutig der schwächste Bogen im Spiel war. Lunge. Zwar nur eine Einfachlunge, aber eine Lunge. Ja, der obere Pfeil, der hier ist der Langbogen, der ein Stück weiter unten ist der neue Kabel. Verstärkt die Bogen. Ich versuche mal noch mal ein Stück höher mit ihm zu halten. War wieder nur ein Körpertreffer. Ja, ist zwar immer noch nicht höher gewesen, muss ihn noch höher anhalten. Erstaunlich. Ja, der war jetzt zu hoch. Wieder nur Körper. Aber ihr seht, wie die Pfeile stecken. Also, ja. Auf 30 Meter bekommen wir nur noch Körpertreffer auf. Schauen wir mal nochmal, wo ist der hin in der Zwischenzeit? Machen wir uns mal einen Punkt. Na. Etwas zu schnell. Oh, stimmt nicht ganz. Da. Ganz gut, da ist der Hirsch. Ja, also was wir jetzt hier von der Bogenrange schon mal festhalten können. Treffen geht einigermaßen gut. Das Zielen muss man natürlich immer noch ein bisschen üben, aber so grobes Gefühl habe ich. Ich würde sagen, man sollte nicht über 15 Meter schießen, weil er scheint deutlich schwächer zu sein. Jetzt haben wir auch nur eine Einzellunge bekommen. Hier wieder eine Doppellunge. Und wenn wir gucken, wie knapp die Pfeile nebeneinander sind. Ja, also man muss sehr präzise schießen. Und ich denke mal, dass das hier die Doppellunge war, der genau hier in dem Bogen ist. Der war ein Stück zu weit hinten und dann hat er nur noch eine Einzellunge bekommen. Auf 11 Meter. Wir sollten wahrscheinlich nicht auf mehr wie 15 Meter schießen. Weil, und auf große Tiere wahrscheinlich nicht unter 10 Meter. So, was ich jetzt mache, ist, ich versuche mal diesen Weißwedelhirsch, der dort gecallt hat. Jetzt bin ich aber wirklich irritiert. Jetzt gehen wir dem mal hinterher, weil der läuft uns jetzt weg. Einen kleinen Zwischensprint einlegen und dann bauen wir unsere Falle mit dem Duftspray-Punkt gleich nochmal auf. Ihr seht, auch bei mir klappt nicht immer alles. Der hatte sich ja gerade als recht callfreudig erwiesen und relativ oft gecallt. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir von dem öfters auch mal eine Antwort bekommen. Jetzt suchen wir uns hier gleich einen schönen freien Platz aus. Ich denke, da direkt vor mir könnte einer sein.
Tschüss. Ich denke, wenn wir uns hier hinlegen, dann sollte doch dort an dem Strauch etwa 10 Meter sein, genau. Hierher. Spräne den Busch hier an. Und warten mal wieder, diesmal soll es aber klappen. Jetzt ist er schon nah genug da. Der Weißwedel. Schöner Weißwedel übrigens. Oh, wohl doch. Ja. Ja, 145 bis 190. Schwer ist er auf jeden Fall. Jetzt steht er 16 Meter weg. Versuchen wir mal unser Glück. Oh, der sieht mich schon. Sieht aber mal wieder nach einem Körpertreffer aus, würde ich sagen. Jawohl, Körpertreffer. Da ich jetzt schon mit einem Schwarzwedel die Erfahrung des Körpertreffers gemacht habe, und die Verwundungszeit dort irgendwelche 12 oder 13 Minuten war, werde ich jetzt hier einen kurzen Cut machen. Und einfach die Zeit ablaufen lassen, um ihm dann hinterher zu gehen. Sollte in der Zwischenzeit noch irgendwo andere Tiere herkommen, hole ich euch natürlich gleich wieder dazu. Ja, hallo zurück. Ich habe zu hoch getroffen. Hier steht nämlich unser angeschossener Weißwedel. Und um das jetzt abzukürzen und dass wir weitermachen können, werde ich den jetzt mit einer Repetierbüchse erlegen. Wenn ich den hier drüben gerade stehen sah, dachte ich, es bietet sich doch einfach an. Dann schauen wir uns den mal an, weil zumindest war er ja ganz schön, aber der erste Versuch hier mit dem neuen Bogen Beute zu machen, ist kläglich gescheitert. Das Problem war gerade eben auch, also für mich zumindest, neben dem, dass ich noch nicht so richtig gut mit dem neuen Bogen zielen kann, dass der Hirsch uns ja direkt gesehen hat, als wir in die Hocke gegangen sind und den Bogen hochgenommen haben. Und dann war es natürlich schwierig. Ja, dann konnte man sich keine Zeit lassen beim Zielen, sondern musste es schnell machen. Ja, aber der sieht doch tatsächlich wirklich schön aus. Ihr seht, der hat jetzt auch schon 6 Minuten gelebt.
Also ich bin hier 162, ist echt ein ganz netter. Wir können ja trotzdem mal schnell einen Trophy Shot machen. Ja, nachdem wir jetzt hier laut geschossen haben, hätte ich gesagt, wir machen einfach mal eine. Oh, 5 Einheiten. Ja, machen einfach mal eine Schnellreise woanders hin. Wunderbar. Direkt einen Call. Weibchen stört uns ja jetzt nicht so sehr. Wir wollen ja nur die Wirkung von unserem Bogen testen. Wobei ich denke jetzt mal, so nah wie das da ist, brauche ich hier gar kein Spray. Also Urinspray. Ich würde jetzt einfach hierher callen. Hinlegen. Genau. So machen wir das. Dann sollte das doch funktionieren. Sieht man hier schon was? Ja, da sind gerade die Ohren. Genau. Da kommt das Schwarzwedelweibchen schon. Ist noch 70 Meter weg. Räumen wir noch mal schnell. Also auf die kurze Distanz habe ich gerade eben deutlich zu hoch geschossen, deswegen werde ich jetzt versuchen, etwas tiefer anzuhalten, in der Hoffnung, hier mal einen Organtreffer hinzukriegen, um die tatsächliche Wirkung, wenn man einen guten Schuss mit dem Bogen macht, hier auch mal zeigen zu können und vor allem auch selber mal zu sehen, weil mir sind nur die extrem langen Verwundungszeiten bei diesen Körpertreffern aufgefallen. Jetzt kann es natürlich sein, dass das bei dem Bogen so gemacht wurde, dass der nur dann die Tiere gut zu Boden bringt, wenn man auch gute Treffer setzt. Allerdings, so wie ich das zumindest bisher das System von der Hunter erlebt habe, kann man von den Verwundungszeiten bei schlechten Treffern auch auf die Verwundungszeiten von guten Treffern schließen. Auf die kurze Distanz, wenn sollte das Tier breitstehen, da drüben kommt's, können wir außerdem vielleicht mit einem Doppelungentreffer auch einen Drop hinkriegen. Dort steht zumindest mal eins. Vielleicht ist es ja auch eine Gruppe. Da hören wir schon Schritte. Da kommt, glaube ich, noch irgendwo ein anderes. Da steht schon eins. Direkt vor unserer Nase. So. Ich werde warten, bis das Tier steht. Ah, da kommen gleich zwei sogar. Also, ich möchte auf das stehende Tier schießen. Das sollte dann jetzt gleich der Fall sein. Oh, das eine drückt sich hier davor.
Ja, das sieht doch nach einem Lungentreffer aus. Dann schauen wir mal. Jawohl, Lunge. Immer noch bei 69 bis 85% an der zweiten Blutspur. Hier kommt doch noch was. Okay, das ist auch schon nervös, so wie das gerade hier vorbeigezogen ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es auf meinen Call reagiert. Immer noch über 50% an der dritten Blutspur. Das zeigt schon, es sind immer noch. Jetzt geht es dann. Also tödlich wird der Treffer schon auf jeden Fall sein. Allerdings jetzt ist was abgesprungen. Ah, da unten stand auch noch was. Ja, das ist, glaube ich, alles abgesprungen. Jetzt können wir auch aufrecht hinterhergehen. Ich gehe schon davon aus, dass das Tier hier jetzt am Boden ist. Das beschossene Schwarzwedelweib. Ja, da vorne liegt's. Okay. Das ist ja jetzt dann einigermaßen akzeptabel, denke ich mal. Hier liegt's. Pfeilsteck ist schön durchgegangen. Ist aber nur ein Einzellungentreffer auf 10 Meter. Und schaut euch mal an, auf 10 Meter 1 Minute 51 Sekunden, bis das Tier gestorben ist. Fast 2 Minuten. Ist schon lang. Also der kabelverstärkte Bogen hier, diese traditionelle Waffe, ah, wunderbar, ein größeres Tier, das finde ich gut, können wir es da noch testen. Na? Ist auf jeden Fall eine schwierige Waffe, das können wir, glaube ich, festhalten. Also da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran, dass das hier nicht wirklich einfache Waffe ist. Man muss extrem nah an die Tiere ran und selbst dann hat man, selbst bei guten Treffern, hat man immer eine Nachsuche. Also außer man schafft einen Herztreffer oder so, was natürlich dann im Instant Kill endet, ist das schon wirklich eine sehr anspruchsvolle Waffe und ich bin auch mal gespannt, wie der von der Community aufgenommen wird, der Bogen. Ich kann mir vorstellen, dass viele mit der Leistung dieser Waffe unzufrieden sein werden, weil der Trend geht ja bei vielen dazu, sie wollen immer noch größere und stärkere Waffen, was eigentlich für mich ein bisschen den Spaß aus dem Spiel nimmt. Also die 4570 in allen Ehren und sie macht schon auch Laune, aber besonders gut spielen muss man nicht mehr können, um mit der Waffe irgendwas hinzubekommen, weil da kommt schon das Elchweib. Weil auf, das sind noch 50 Meter.
weil auf ein Schwein geschossen, irgendwo am Hinterbein getroffen und es fällt dann irgendwann tot um. Ist jetzt nicht so die Heldentat, sage ich jetzt mal. Aber das hier, für jemand, der die Herausforderung mag, das hier ist wirklich eine spannende Waffe. So, dann versuchen wir hier mal wieder die, da kommt noch irgendwo was. Ein Bär. Krass, der greift uns jetzt bestimmt gleich an. Nee, tut er nicht. Aber den Bär versuchen wir jetzt natürlich noch. Bär liegt. So. Ja, also, wie gesagt, also ich finde so herausfordernde Waffen eigentlich ganz gut. Ich sammle schnell den Bär ein. Wobei, das hier scheint schon ein extremer Schritt zu sein. Also der Langbogen, der ja durchaus auch schon wirklich eine schwierige Waffe war. Hui, das scheint vielleicht gar kein so ein schlechter Bär gewesen zu sein. Oh, 20 ist ganz in Ordnung. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Spur bis 290 Kilo ging. So, jetzt schauen wir mal, was wir bei dem Elch erwischt haben. Hat jetzt hier, also der Langbogen, der ja auch schon wirklich eine schwere Waffe war, hat jetzt hier deutlich nochmal eine Verschärfung. Oder eine. Der Schwierigkeitsgrad wurde hier nochmal deutlich verschärft. Das hier sieht für mich entweder nach einem Körper oder nach einem. Ne, ist auch ein Lungentreffer. Ist jetzt dann mal spannend, wie weit diese Elchkuh mit dem Lungentreffer kommt. Also ihr seht, wenn man nah an die Tiere rankommt, ist es durchaus möglich, vernünftige Treffer zu setzen. Muss mit dem Zielen halt natürlich ein bisschen üben. Bisschen schade, dass jetzt hier so schlechtes Wetter ist. Und Elche, die ja jetzt schon auch zu den schussharten Tieren im Spiel zählen, da haben wir jetzt dann gleich eine gute, wie soll ich sagen, eine gute Hausnummer, was wir erwarten können. Weil Lungentreffer würde ich ja immer als einen guten Treffer bezeichnen und ich erwarte eigentlich schon, dass wenn eine Waffe hier im Spiel auf ein Tier zugelassen ist, dass ich mit einem guten Treffer das Tier auch in einer angemessenen Zeit balgen kann. Ansonsten muss man drüber reden, ob das vielleicht falsch ist, die Waffe für ein bestimmtes Tier zuzulassen. Dann schauen wir mal. Da vorne ist die Elchkuh, aber ich glaube, die lebt noch. Tatsächlich. Ja. Ah, die versucht jetzt immer wieder aufzustehen und bricht wieder zusammen, weil sie doch nicht mehr genug Kraft hat. Und jetzt ist sie gestorben. Alles klar. Ja, also Fluchtdistanz ist hier. Oh, da vorne rennt ein Bär. Und ein Elch. Eine Elchkuh, aber da war doch auch irgendwo ein Bär. Ja, genau. Oh, das war glaube ich nur das Vorderbein. Wo ist der Bär? Gleich kümmern wir uns hier erstmal um diese Elchkuh. Zwei Minuten 45 ist jetzt natürlich schon auch eine ordentliche Zeit. 9,9 Meter für eine einfache Lunge. Ja, aber es ist noch im Rahmen. Also wenn wir schauen, so etwa 200 Meter war die Fluchtdistanz, bis sie sich hingesetzt hat. Ich denke, was man jetzt vielleicht schon sagen kann, mit dem Bogen ist es immer eine Überlegung, nicht gleich dem Tier hinterher zu rennen.
nachdem es beschossen hat, sondern wie es ja auch gute jagdliche Praxis ist, dem Tier Zeit zu geben, bis es richtig krank wird und dann auch da vorne läuft die andere Elchkuh, die ist jetzt aber nervös. Und wenn wir sie nicht callen können, schieße ich die jetzt. Na. Was ist denn da los? Ah, okay. Schieße ich die mit der 300er, weil jetzt ein nervöses Tier mich anzuschleichen. Okay, das hier ist der Bär, ich glaube. Oh, und auch eine Lunge, dann liegt er auch gleich. Sah aus, als hätte ich das Bein nur getroffen, weil der hat so das Bein ein bisschen nachgezogen in der Flucht. Aber man kann ja auch Bein und Lunge treffen beim Bär, da liegt er. Deswegen haben wir ihn auch nicht mehr gesehen. Ja, hier linkes Vorderbein, Schulterblatt und Lunge. Und das mit dem Bein, dass er das Bein nachzieht, das habe ich gesehen. Deswegen dachte ich, der Schuss war vielleicht doch nicht so gut. Aber ging ja dann ganz gut aus. Jetzt nehmen wir hier die Elchkuh noch mit. Okay. Ich würde sagen, fürs Erste war das doch jetzt hier ein ganz gutes, schon mal ein ganz gutes Ergebnis. 10 bis 17 Minuten. Ich track hier vielleicht mal noch diesen Weißwedel. Den Hirsch. Die Gefahr besteht, dass wir den jetzt mit den Schüssen aufgeschreckt haben. Aber vielleicht haben wir Glück und er war noch weit genug weg, also außerhalb der Renderdistanz. Wenn dem so ist, dann können wir den nämlich noch zum Abschluss... Ah, das sieht aber schlecht aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich befürchte... Der war hier zu nah dran. Steht er oder zieht er besser gesagt. Ja, wunderbar. Okay, den versuchen wir jetzt noch zu bekommen. Ah! Oder ist er doch nervös, so wie der gerade mit dem Kopf geschaut hat? Wollen wir gleich noch mal ein bisschen genauer beobachten. So wie der gerade den Kopf hin und her. Hin und her geworfen. Obwohl. Dreht er jetzt bei? Nee. Der zieht nämlich einfach weiter. Jupp. Das ist das gleiche Problem wie gerade mit der Elchkuh. Wird natürlich jetzt ganz schön schwierig. Nah genug. Ja, der ist nervös, seht ihr? Wie er hier mit dem Kopf hin und her, 35 Meter. Also ich denke mal, mindestens auf 25 Meter müssen wir an ihn rankommen. Weil auf 22 Meter steht dieser leicht schräge Weißwedel-Decoy auf der 3D-Range weg. Und auf den haben wir ja einen Lungenschuss hinbekommen auf diese 22 Meter. Ein einfach Lungenschuss. Also denke ich mal, müssen wir auf jeden Fall auf 25 Meter an den rankommen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob, wenn ich in die Hocke gehe, nicht, dass der mich mitbekommt. Aber da mal, wenn wir im Kriechen, nachdem der von uns wegzieht hier, ja, gut. Dann halt nicht, dann nehmen wir die Elchkuh. Ich wollte jetzt einfach nicht... Wir hätten auch einfach warten können, bis er nicht mehr nervös ist, ja? Oder und währenddessen weiter hinter ihm herkriechen, aber... Ich wollte jetzt einfach... Ah, wo war das? Ich wollte jetzt einfach ein bisschen
schneller die Sache beschleunigen. In dem Wissen, dass wir hier noch ein Ausweichtier in der Nähe haben, auf das wir gleich nochmal den Bogen testen können. Ich würde mal sagen, wir stellen uns hier auf diesen Stein. Dann müsste man nämlich, wenn die Elchkuh über die Kuppe kommt, ja, haben wir wieder diese 10 Meter. Und wie gesagt, wir haben es ja gesehen, auf 30 gab es schon nur noch Körpertreffer. Selbst auf die 12 Meter haben wir immer nur eine einfache Lunge hinbekommen. Deswegen würde ich auf große Tiere auf keinen Fall weiter wie 15 Meter schießen. Auf so einen Weißwedel kann man mit Sicherheit 20 Meter bis, schätze ich mal, 25 Meter. Also klasse Weißwedel. Also Tiere in der Größe von Weißwedeln wird man auf 20, 25 Meter. Aber tendenziell würde ich eher darauf gehen, sehr nahe Treffer zu setzen. Elchkuh kommt hier jetzt auch schon über die Kuppe. Sollte sie stehen bleiben, gehe ich hoch. Wenn sie zu nahe kommt, gehen wir auch hoch, so wie jetzt. Vielleicht zieht sie mich ja gleich und will mich angreifen. Das scheint ein Herbsttreffer gewesen zu sein. Und damit wäre das ja ein wunderbarer Abschluss für das Video. Ja, Herbsttreffer, aber 4,6 Meter. Ihr seht, Nahdistanz schießen ist mit dem neuen Bogen angesagt. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus dem verregneten Red Feather Falls hier mit einem noch einer tollen Stimmungsaufnahme. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Informationen zu dem neuen Bogen gebracht. Vielleicht die Entscheidung, ob ihr mit dem gern spielen wollt oder nicht und ob ihn ihr kaufen wollt, ein bisschen erleichtert. In diesem Sinne, Happy Hunting, euer Forstelt.